wieder. Super! Geh mal Quest abgeben. Wenn du willst. Ja, ich geh doch da gleich weiter dann. Ja, es kommt drauf an, wie man weitergeht. Die Emi hat mehrere Wege. Entweder man geht darum oder man geht von hier hinten aus da weiter. Ich hab den, den Weg immer genommen. Den da müssen wir auch noch klatschen. Ja, der da aus seinem Knochenhaufen tanzt. Huka chaka, huka chaka, hu. Dieses Gesangseinlagen sind heute wieder vom Feinsten. Immer wieder schön, ihm dabei zuzusehen. Zuzusehen. Nö, mich dabei zu riechen. Vertigo heißt er. Vertigo. Das kostet so viel Zeit. Ja. So viel. Und der Typ hier castet die ganze Zeit irgendwas ganz komisches auf diese komische Statue. Mir ist was ich gleich eingefallen. Ja. Ja, der hüpfende Gummiball bin ich. Am meisten Schaden macht, aber in Wirklichkeit ist am liebsten einfach mal entspringen. Genau! Deswegen habe ich Hexer gespielt. Wegen dem Auge von Kyro werden Hexmeister angefangen. Irgendwie kriegt der Boss hier kaum Schaden. Gut, dicke 45. Ich bin ja auch erst Level 42. Fos? Ganz ein Paladin-Tank macht auch wirklich einen Dungeon, wenn er Aggro hat. Das 2 ist dann nicht so wirklich sinnvoll. Ja, sieht man ja den Damage-Unterschied hier. Genau. Ich habe auch das hier. Hey, toll, ich habe ein Auge am Spieß gewonnen. Ein Auge am Spiel. Super. Passend für den Hexenmeister. So ja, Non-Gebiet ist ja langweilig. Ja, was doch noch weiter. Jo, ist ein Tankballer, die Alter. Stack kein anderes Ball. Soweit lässt sich die nur nicht stacken, da machen die noch zu wenig Schaden für. Und ich weiß nur, dass unser Mönch-Tank, wenn er Malkorok HC tankt, der hat da immer so viel Rache nach der ersten Blutrauschphase, dass der erstmal alle DDs überholt. Oh, jetzt kommt nur der Knochenhasser. Und danzt auf seinem Knochenhaufen. Ui, ui! Ja, Makro! Nein, ich bin fast tot. Klasse, Kiki. Dafür bin ich gestorben. Das ist gut gehalten. Schon, oder? Damit unser Tank nicht stirbt. Geh ich mal über das Heldenopfer, nein. Seelenstein zu setzen, ich weiß. Ja, 20 Minuten gehen so schnell vorbei, oder wie lange wird der? 15. Nur noch 10 Minuten auf 15. Mhm. Zieh mal auf. Ja, der Heiler da hinten macht das schon. Okay. Dann bin ich wohl überflüssig hier mit dem Pressen.
Kiki, du bist überflüssig. Okay. Ich habe bei mir eine Kundschaft, die lacht mir wirklich so. Es ist total schlimm. Wenn die da ist. Die Kundschaft lacht. Oh mein Gott, ist der verdammt. Oh mein Gott. Das ist grausam, Alter. Ja, mein Hund ist. Habe ich den. Ich habe mit einer 100 gewonnen. Freu dich und kauf dir ein Schnitzel. Yay, Schnitzel. Naja, dann gehen wir mal noch den anderen Skeletten eine ins Gesicht hauen. Gehen wir einen Sport ins Gesicht, oder? Wollen wir mit den Skeletten trinken? Nein, in dem Fall ein Spaten. Wirklich ein Spaten. Also. Na mal ein Spaten. Ein Spatenbier. Haben wir unseren Spaten ins Gesicht. Das ist mal was Bier gemeint. Das Feuer wird euch läutern. Bist du jetzt Ragnaros oder was? Nö. Es macht mir einfach Spaß, solche Sachen zu schreien. Oder wie, ohne Kaffee kann ich nicht scheißen. Und Toiletten aus freier Leitung sind super. Ja, wir haben Toiletten. Wir haben eine Toilette aus freier Leitung bei uns. Ups. Ja. Ich frage mich immer noch, wie man aus so einem Scheiß kommen kann. Doch, das geht ganz einfach. Ach, aus dem Dulu könnte man Toilettenpapier verarbeiten. So schlecht wie der halt. Okay, hast du eigentlich noch ein neues Projekt in Plan? Demnächst nur, wenn wir was abläuft. Aber sonst, wieso, fragst du? Was läuft denn ab? Schatzplanet geht als nächstes weg. Da ist am Dienstag die letzte Folge. So. Allerdings hat der Timon da schon was geplant, dass der was machen will. Ja, der ist ja mit seinem Zweitkanal beschäftigt, also Ich frage nochmal, wenn er nichts macht, dann können wir was machen, wenn du willst. Wir hatten doch das mal geplant, ursprünglich dann Dungeon 2. Ja, können wir ja machen. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Community so ankommt. Die schauen alles, was sie wollen. Was sie sehen wollen, schauen sie sich an. Springt. Was sie nicht sehen wollen, schauen sie sich nicht an. Wir können ja mal fragen, schreibt es in die Kommentare, wollt ihr Dungeon Keeper 2 LP mit mir und ihm da sehen? Dazu müsst ihr vielleicht ganz kurz erklären, was Dungeon Keeper ist, weil allein der Name sagt manchen Leuten nichts. Also, wie kann man Dungeon Keeper am besten beschreiben? Man spielt auf jeden Fall mal die Bösen. Das ist die wichtigste Eigenschaft in dem Spiel. Mhm. Und man ist ein Dungeon Keeper, also so eine Art Lord der Unterwelt oder sowas. Und es ist eine Gottessimulation. So wird das Genre genannt. Also man ist dann halt übermächtig. Man kann dann Räume bauen und ist halt im Untergrund. Eine Armee aufbauen. Und dann sucht man nach Portalen und die sind meistens komischerweise in mittelbarer Nähe deines Dungeon-Herzens, dein Haupttraum. Und da kommen dann Kreaturen aus diesem Portal in deinen Dungeon rein und die wollen halt versorgt werden, die wollen essen, die wollen schlafen, die wollen Geld. Ja, sie wollen Geld. Du willst auch was von ihnen, du willst, dass sie trainieren und deine Gegner quasi bügeln und mobben. Ja, was habe ich vergessen? Man kann Gegner foltern und sie bekehren. Meine Lieblingsbeschäftigung ist, man kann Gegner foltern oder sie in Skelette verwandeln, wenn man sie in den Kerker reinwirft. Oder man macht sie zu Vampiren. Also man kann mit Gegnern mehr anfangen als mit seinen eigenen Kreaturen. Aber man kann seine eigenen auch zu Skeletten machen. Man muss nur irgendwelche blöden Goblins in den Kerker werfen und die verprügeln. Und man kann in diesem Spiel wahnsinnig gut seine architektonischen Schöpfungen ausleben. Ja, genau. Oh ja.
Ich erinnere mich an seinen ersten Dungeon. Der war interessant, sag ich mal. Ja, und was kann man noch? Die Kreaturen kommen dann, gibt ganz viele verschiedene. Je nachdem kommen, was man halt für Räume hat. Man kann Fallen bauen. Auch Fallen, Türen, lauter so Späßlein. Zauber hat man auch, ganz witzig. Viele Stunden kann man damit verbringen, nur Blödsinn zu machen. Das Schild hat jetzt einen sehr interessanten Weg, wie es geflogen ist. Je nachdem, wenn er positiv angestimmt wird, machen wir das schon. Und glaub mir, es lohnt sich auf jeden Fall. Einmal die Kampagne mit mir durchzocken. Wieder ein Level oder was? Abwechseln. Können wir schauen, wie wir das machen. Je nachdem, wie wir gerade lustig sind. Machen wir mal verschiedene Bauweisen, wie du spielst. Ich spiele, vielleicht macht er ein bisschen auch mit. Ja, vielleicht eine Runde. Seine architektonischen Leistungen, Kreativität mal in live betrachten, wie es dann so aussieht. Also manche Leute, die hätten, würden echt bei mir, von mir gerne Häuser bauen lassen. Ja. Ich glaube, ich suche mir andere Freunde. Wenn du bauen gehst. Wenn der seine Dungeon schon so interessant aufbaut, dann will ich mir von ihm kein Haus bauen lassen. Warum? Wäre wahrscheinlich mehr praktisch oder mehr kreativ als praktisch. Ja. Das ist dann wahrscheinlich krumm und schief, hätte zwar einen künstlerischen Wert, aber... Ja, das ist dann. Das ist dann kein Kandinsky-Haus, sondern ein Waldmann-Haus. Ein Waldmann-Haus. Jeder will so eins haben. Hallo? Haus waldmännischer Bauart. Waldemanns Vorholzhütte. Also wenn auch der Bierfälle dabei ist, dann ist es schon nicht. Der Chaosblitz ging mal meilenweit daneben. Das ging verfehlt. Ja, das ist bald nicht mehr möglich. Sah richtig übel aus. Ja, stimmt. Ja. Trefferwertung und Waffenkunde wird ja entfernt. Finde ich gut. Weiß nicht. Das hat es aber auch irgendwie so ein bisschen rausgemacht. Vielleicht bleibt es mit Palieren ja noch drin. Lallab. Viele Sachen werden geändert, wurden im Verlauf geändert. Wir haben das Spiel immer die Einfachheit halber gemacht. Ne? Es wird halt immer einfacher. Früher hast du die Noobs ja schon daran erkannt, dass sie meistens gar nicht Level 60 oder Maximalstufe geworden sind, je nachdem, was es halt gerade war. Ja, oder Equipment so genommen haben, wie es halt gerade gedroppt ist. Ach ja, genau. Weil da gab es ja noch verschiedene Arten von Zaubermacht. Ja, es gab ja so Feuerschaden, es gab... Feuer, Frostschaden, Schattenschaden. Jedes Mal, wenn du umskillst, gab es ein völlig neues Equipment. Das war nervig, muss ich sozusagen. Also, dass sie das geändert haben, war gut. Aber ein paar Sachen hätten sie so lassen können, wie sie waren. Ich glaube, wir können, wenn wir Level 60 sind, ein Special machen und irgendjemanden suchen, der uns da durchzieht. Durch... die ganzen 60er Raids. Warum? Weiß nicht, weil es Spaß macht. Die Raids oder die Events? Die Raids? Karazhan, cool. So, einen alten. War da noch irgendwas? Eine neue Hose! Das war. Ich hab den tollen Kalthut durchgekriegt. Hilfe für mein Inventar wird gerade nicht angezeigt. Das finde ich interessant. Das ist faszinierend. Das? Ja, da wir keine Bildschirmaufnahme haben, konnte ich ganz kurz in Facebook gucken. Ja. Und ich kann meinem Nikotindrang mal nachgehen. Er geht jetzt eine rauchen. Ja, so wie das nennen wir jetzt. Geht jetzt mal an die Pfeife. Wie habe ich es geschafft, die Top-Taste zu erwischen? Ja, leck mich! Entschuldigung. Ich freue mich auf Level ungewohnt. 45. Ja, dann gibt es den nächsten Skillpunkt. Holy Flame. Oh.
Halleluja! Ich bin jetzt auch noch Level 43 geworden. Wie kann man jetzt nur so nikotinsüchtig sein, oder? Also echt jetzt. Mein Gott. Wieder 4 Gold Ramsch verkauft. Ah, warte, Ramsch, der Ramsch muss ich auch verkaufen. Der Ramsch. Nemo, my best friend. How are you? Mein Auge am Spieß. Das ist nur für den klasse Magier. Ja. Achso, ja, das ist ein Zauberstab, genau. Du kannst auch Zauberstäbe tragen. Achso, aber nicht diesen. Ich wollte sogar deinen Flusskahn verkaufen. Ich hab's probiert. Oh, das muss ich noch an meinen Paladin schicken. Man Reload machen. Ich habe da den 14 Platz Behälter in meinem Behälter, in meinem Rucksack und der schreit nicht. Der schreit. Scheiße, jetzt habe ich den Staub verkauft, den wollte ich ja nicht verkaufen. Hey, ich will ihn zurückkaufen! Ich mach mal kurz einen Relock. Viel Spaß beim Reloggen. Ja, ein Reload. Whatever. Whatever. Okay. So, wir sind jetzt mal im Inventar wieder voll. Ein 14 Platzbehälter zusätzlich. Wie toll ist das denn? Ich bin schon wieder so gut drauf und ich weiß nicht wieso. Und ich habe nichts geraucht. Du bringst dir deinen ganzen Tisch zum Beben. Das war beabsichtigt. Okay, gut. Jetzt bin ich wieder cool. Gott sei Dank. Jetzt stellen wir einen Schrank. Der besten Schrank stellen. Da brauchst du aber 3 Leute für. Der erste Schrank meines Lebens. Leute, Support! Jetzt! Wenn ich da draufklicke, dann müssen 2 weitere Leute draufklicken. Das war ein Versuch wert. Naja. Ich wollte schon immer mal ein mysteriöses grünflackerndes Oval in die Luft beschwören. Innicheck, was haben wir denn jetzt alles so? Scholo wäre noch cool, aber... Scholo könnten wir auf jeden Fall noch gehen. Danach kommt... Ah, Stratholm ist schon mit drin. Das kommt dann jetzt dann bald mit dem nächsten Level ab. Wahrscheinlich, oder? Kann sein. Vielleicht auch nicht. Kann sein. Ich gehe da mal. Das war's. Ich bin tot. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon wieder auf? Ich müsste mal ganz kurz schauen. Fast eine Stunde. Schon wieder fast eine Stunde, Leute. Die Zeit vergeht. Das ist der Wahnsinn. Ich trinke jetzt trotzdem aus dieser Flasche Wasser, weil ich brauche unbedingt Wasser. Auch wenn du Kopfkino davon kriegen könntest. Hat jemand Desinfektionsmittel da? Da hinten sind ein paar Tücher, mit denen du es abwischen könntest, aber ich weiß nicht. Ich komm nicht hin. Oh Gott, es ist echt schade, dass ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt. Mir ist fast die Bierflasche umgefallen. Ich hab's gleich. Diese Gabel war mein Werkzeug. Ich bin gerade absolut nicht sicher, wer da draus getrunken hat, deswegen. Ja, ich will keine Pickel oder irgendwie sowas um den Mund oder Herpes oder sowas und dann. Da, okay, das Trinken geht auch ohne. Es ist interessant für sich beim Trinken zuzusehen, ernsthaft. Das Problem ist, dass jetzt muss ich lachen und das ist immer blöd. Scheiße. Mann, wieso muss mir immer sowas passieren, ey? Du schwörst es aber auch immer herauf.